Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich hatte es ja schon angedroht von Secret Files 3. Ja, neues Spiel. Achso, da stehe ich gerade drauf. Neues Spiel, das hört sich gut an. Was kann man denn hier noch alles? Credits? Cinema? Hotspots? Was auch immer das sein soll? Spiel laden, Optionen und beenden. Okay, also das ist dann unser Hauptmenü. Wir fangen mal ein neues Spiel an. Imhotep, hier bin ich. Habt ihr mein Gold? Die andere Hälfte, wenn der Auftrag erledigt ist. Vorwärts! Sichert auch die Bibliothek! Bei Anubis. Wo sind sie hin? 40 Deben. So viel Gold fürs Vernichten von ein paar Papyrusrollen. Leicht verdienter Lohn. Gerade in dieser Zeit, wo der Krieg in den Straßen das Leben vieler meiner Brüder fordert. Diese Narren. Im Namen von Achillas kämpfen sie. Aber es gibt keinen Herrn, für den zu sterben sich lohnt. Im Schatten der Bibliothek wird mich niemand beim Überwinden der Mauer sehen. Aber ich sollte mich beeilen. Okay, wir werden hier direkt schon reingeworfen. Moment, Karte, Beutel mit Gold, Brandsätze. Seil und ein Wurfhaken, okay. Eine Karte der Bibliothek. Die Papyrusrollen sind in einer Kammer neben dem Hauptlesesaal. Das heißt, wir spielen jetzt hier den Bösen, oder wie verstehe ich das? Die Mauer bietet genug Halt. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, der mich nach oben führt. Spalt? Die Spalten sind tief genug, um mit meinen Fingern Halt darin zu finden. Nee, oder? Ach du Schande. Okay. Wir spielen jetzt hier Assassine. Ah, links hatte was. Ich hoffe, dass er mir sagt, wenn er das nicht schafft. Ist das nicht zu weit hier? Ich kann diese Spalte von hier aus nicht erreichen. Naja, okay. Nee, dann würde ich auch sagen, dann gehen wir rechts rum. Ich kann diese Spalte von hier aus nicht erreichen. Wieso, die ist direkt neben dir? Ich kann diese Spalte von hier aus nicht erreichen. What? Ist der doof? Ich kann diese Spalte von hier aus nicht erreichen. Alter. Müssen wir jetzt hier komplett zurück, oder was? Ich kann diese Spalte von hier aus nicht oh, erreichen. Oh, Junge. Eieiei, okay. Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt hier weiterkommen. Also zwei Reihen nach oben scheint er ja zu können. Die Frage ist nur... Wie machen wir das jetzt gleich? Hier links können wir theoretisch rum oder rechts können wir rum? Dem sollte das wohl egal sein, denke ich mal. Hier hätte er noch was zum Halten. Aber normalerweise müsste er das auch hier links können. Zumindest eine tolle Mauer, wo die hier überall was eingezeichnet haben. Die Künstler müssen sehr... schwindelfrei sein beim Zeichnen. Mauern halten mich nicht auf. Und Wachen schon gar nicht. Solange sie mich nicht bemerken. Der Bursche muss weg. Am besten ohne Aufsehen. Eine meiner leichtesten Übungen. Okay. Dann haben wir das schon mal. Hätten wir damit vielleicht die Mauer schneller hochgekonnt? Das kann natürlich sein. Was haben wir denn hier alles? Lederbeutel?
Ein lederner Futtersack. Ein Stallfenster. Verflucht. Die Pferde haben mich gewittert und werden unruhig. Habe ich denn... Ja, die Brandsätze will ich jetzt nicht da reintun. Ich könnte ihn damit theoretisch... Oh, da ist eine Schlange. Sie ist lautlos und tödlich. Genau wie ich. Klasse. Kannst du sie auch fangen? Ihre Giftzähne bringen den sicheren Tod. Zum Glück ist das Leder dick genug. Da wollte ich gerade mal kurz einen Schluck trinken. Kann man den irgendwie da hinwerfen oder so? Das kann nicht funktionieren. Er würde mich doch sehen, lange bevor ich die Schlange in seine Rüstung gleiten lassen könnte. Ja, du sollst es doch dahin werfen und nicht... Na gut. Ach so, die Pferde. Die Pferde. Brechen die vielleicht aus und er rennt hinterher oder so? Moment. Pferde fürchten Schlangen. Nee, echt? Scheint die Pferde heute besonders nervös zu machen. Wenn sie sich verletzen, bekomme ich Ärger. Ruhig, ganz ruhig. Geh da rein, geh da rein, geh da rein, geh da rein, geh da rein. Los, los, los. So viele Schriftrollen. Weinamphoren wären mir lieber. Dort hinter der Tür, am anderen Ende des Raums, befindet sich das Ziel meines Auftrags. Ich hab's fast geschafft. Bei Horus. Müssen die denn gerade jetzt auftauchen? Ich muss auch an ihnen vorbei. Ja, aber mit so einer komischen Ansicht, hallo, wie soll ich denn da irgendetwas machen? Balken, ja. Die Balken verlaufen durch den ganzen Raum. Aber du Gute kommst Idee. Da nicht hoch, oder? Ah doch, okay. Gucken wir erstmal eben hier, ob wir da dran vorbei können. Ich kann da nicht rüberspringen, denke ich mal. Ne? Bei Anubis. Dieser Balken ist morsch. Ich kann ihn nicht überqueren. Das ist schlecht. Versuchen wir es mal hier, aber das ist wahrscheinlich auch morsch. Okay, da unten kommen wir nicht weiter. Ein Banner aus Leinenstoff. Der Leinenstoff könnte nützlich sein. Wir sind doch Assassine, ne? Wir sind doch hier ein Meisterdieb. Da müssen wir doch alles mitnehmen, was uns hier so... In den Schalen wird Öl verbrannt. In die Hände fällt. Das Knarren des Holzes hätte mich fast verraten. Ich weiß ja nicht genau, wo wir hin müssen. Ob zur Tür? Ja, zur Tür, ne? Hinter dieser Tür befindet sich das Lager mit den Schriftrollen, die ich vernichten soll. Ja, dort will ich hinein. Aber ich kann hier nicht unbemerkt nach unten klettern. Warum nicht? Ja, ich denke mal, wir müssen oben im Bild da nach unten klettern, ja. Und macht das nicht. Aber der kann ja hier die Treppen nicht runter. Na, der steht doch, ich kann klettern. Moment, Wurfhaken? Die Wachen würden es hören, wenn ich den Eisenhaken werfe. So macht er zu viel Lärm. Okay. Diese Öffnung muss in den Lagerraum führen. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir jetzt nach unten, wenn wir hier unten nichts anklicken können? Können wir das Leinentuch mit irgendwas hier benutzen? Stimmt.
da gerade nicht was? Nee. Da komme ich auch nicht runter. Kletter doch einfach runter. Das ist ja toll, wenn er jetzt hier oben drüber läuft. Oder soll er die jetzt ablenken? Moment, können wir da noch eine Etage höher vielleicht klettern? Ah, Moment, Moment. Können wir nicht mit der Feuerschale benutzen. Ich werde das Leinen in Streifen reißen und den Wurfhaken damit umwickeln. Nein, oder? Mit gepolsterten... Ist das jetzt dein Ernst? Das könnte klappen. Der umwickelte Haken wird kaum Lärm machen und ich kann mich am Seil zum Fenster hangeln. Jetzt noch die Brandsätze zünden und dann so schnell wie möglich raus hier. Ja, aber ich dachte, wir müssen hier noch irgendwas holen. Ich stelle niemals Fragen. Trotzdem wüsste ich zu gern, was auf diesen Papyrusrollen steht, dass ihre Vernichtung meinen Auftraggebern so viel Gold wert ist. Jedes Gefäß trägt das herrschaftliche Siegel, Bai-Ra. Nur ein Papyrus mit Zahlen und Zeichnungen. Was soll daran so wichtig sein? Vorwärts! Wenn der Eindringling auch nur eines der Tongefäße in die Finger bekommt, werden wir alle an die Krokodile verfüttert. Wir müssen ihn finden. Los, ihr drei nach links. Der Rest kommt mit mir. Haltet eure Waffen bereit. Ich sollte mich beeilen. Mein Eindringen ist wohl kein Geheimnis mehr. Nur mir passieren. Ich verpasse meine eigene Hochzeit. Tut mir leid, dass ich zu spät... Max, was ist hier los? Wo sind die Gäste? Mein Vater, wo... Psst, es geht los. Liebes Brautpaar, werte Gäste, herzlich willkommen in Finisterre, am Ende der Welt. Jetzt, da alle ihren Platz eingenommen haben, können wir mit der Zeremonie beginnen. Wovon spricht er? Hier ist doch niemand außer uns. Wo sind die alle? Wir haben uns heute hier versammelt, weil Nina Kalenko und Max Gruber den heiligen Bund der Ehe eingehen wollen. Ich möchte meine Predigt mit dem Trauspruch beginnen, den sich die beiden ausgesucht haben. Zweiter Brief Petrus, Kapitel 3. Und siehe, es kommt der Tag des Herrn, an welchem Feuer vom Himmel regnet. Die Erde wird vor Hitze schmelzen, und alle Menschen und Tiere, die sich auf ihr finden, werden verbrennen. Das ist doch nicht unser Trauspruch. Was ist hier los? Oh.
Hallo? Hört mich denn keiner? Ich komme hier nicht mehr raus! Max, wo steckst du? Hallo? Hoffentlich ist er in Sicherheit. Wo ist der hin? Sehe ich etwa schon Gespenster? Egal, nichts wie raus hier. Auch wenn das heißt, dass ich einem Geist folgen muss. Ja, ich hoffe mal, dass das irgendwie schlechter Traum ist, was wir jetzt hier gerade anschauen müssen. Ja. Ein Taufbecken. Das weitgehend unbekannte 11. Gebot lautet, du sollst keine absurd schweren Taufbecken einstecken. Ja, schade, ich dachte schon. Der gehört wohl dem Priester. Aber das können wir einstecken, ja. Der Teller ist mir zwar viel zu groß, aber ich nehme ihn und den Kleiderbügel trotzdem mal mit. Okay. Eine Petrusstatue mit dem typischen Schlüssel in der Hand. Einen Schlüssel hier raus hätte ich jetzt auch gern. Aber was mich ehrlich gesagt sehr triggert, dass sie überhaupt gar nicht ihre Stimme hat, finde ich jetzt ehrlich gesagt ziemlich doof, aber... Ich kann weder die komplette Statue noch irgendwelche Teile davon verschieben oder bewegen. Und zum Hochklettern ist sie zu glatt. Ich meine, wir sind ja am Klopfen. War er das? Will er mit? Mir kommt die Stimme irgendwoher bekannt vor, aber es ist halt leider nicht die Stimme von Nina. Das Regal muss durch Funkenflug in Brand geraten sein. Mein Gott, bald steht die ganze Kirche in Flammen. Dann nimm den Wischmopp und mach hier sauber. Sieht fast aus wie der, den ich zu Hause habe. Aber der hier wurde öfter benutzt. Ja. Man könnte jetzt vielleicht den Wischmopp benutzen. Ich weiß, wir müssen gucken, dass wir durch den Teppich kommen. Das wäre mal ein originelles Motiv. Putzteufel in Flammenhülle. Ist jetzt aber trotzdem gemacht, oder? Nasser Wischmopp. Ah, okay. Beeindruckend, wenn man auf sowas steht. Aber geht das bei Wandteppichen überhaupt? Darauf stehen, oder was? Ich bin zwar kein Experte für Wandteppiche, aber selbst ich erkenne, dass ich den hier weder herunterreißen noch zur Seite schieben kann. Leider muss ich ihn allerdings irgendwie beseitigen, um zu sehen, was dahinter ist. Ich kann weder die komplette Statue noch irgendwelche Teile davon verschieben oder bewegen. Und zum Hochklettern ist sie zu... Rechts war es mit dem Abkürzen, okay. Das kann man nicht benutzen, das kann man auch nicht benutzen. Kann nicht schaden, ihn zu waschen, so wie der müffelt. Kann man das Ding selber anziehen? Anscheinend nicht. Oder so? Selbst mit dem feuchten Talar wird es mir nicht gelingen, die hohen Flammen auszuschlagen. Ja, du sollst da ja eigentlich auch durchrennen und nicht das Ganze ausschlagen, aber... Gut, dürfte ein Weilchen dauern, aber damit werde ich das brennende Regal sicher löschen können. Einige Augenblicke später. Das wäre geschafft. Das Regal ist hinüber, aber wenigstens brennt's nicht mehr. Ein loses Brett, das den Brand halbwegs unbeschadet überstanden hat. Okay, immerhin haben wir schon mal ein Brett. Ich habe keine Ahnung wofür, aber immerhin haben wir schon mal ein Brett. Das können wir jetzt allerdings nirgendwo benutzen. Wir können das noch mal ein bisschen mehr anfeuern hier, das Feuer. Ich habe das Brett gerade erst vor den Flammen gerettet. Warum sollte ich es jetzt verbrennen? Es war auch nur ein Witz, Nina. Es war auch nur ein Witz. Ja, der Wischmopp ist nicht mehr nass. Wieso ist er nicht mehr nass? Es ist kein Wasser mehr im Becken. Nein! Aber dann können wir noch mal gucken. Es ist kein Wasser mehr im Becken. Das weitgehend unbekannte 11. Gebot lautet, du... Ja, ich weiß. Ja, aber die... Oder können wir das nur machen, wenn es trocken ist? Nee. Können wir an dem Regal irgendwie hochklettern?
offenbar auch nicht. Brandes Regal, Flammen. Was bringt uns das Brett jetzt? Das ist eine gute Frage. Sagt sie hier sonst noch irgendwas zum Wandteppich? Beeindruckend, wenn man auf sowas steht. Aber geht das bei Wandteppichen überhaupt? Oh, was war das? Ob da mal ein Bild hing? Mit bloßen Händen kann ich den nicht aus der Wand ziehen. Dann versuch's doch mal mit dem Kleiderbügel. Ich könnte den Nagel in die schmale Seite des Kleiderbügels einklemmen und dann... Okay. Haben wir hier sonst noch irgendwas anderes, was wir übersehen haben? Da ist doch so ein komischer Punkt, aber da hing das, glaube ich, nur auf, ne? Da haben wir sonst anscheinend nichts mehr. Zähne untersuchen kann man auch wieder machen. Sehr gut. Oh, Moment. Taufbecken. Ah, ein Kelch. Ein Kelch. Leider leer. Dabei könnte ich jetzt einen ordentlichen Schluck gebrauchen. Echt, am besten mit Rotwein drin, ne? Und hier war doch auch noch irgendwas. Da, Fuge. Hier ist eine Fuge mit offensichtlich sehr brüchigem Mörtel. Muss das so laut sein? Ich breche mir höchstens sämtliche Fingernägel ab, wenn ich versuche, den losen Putz aus der Fuge zu kratzen. Dann mach das doch mal mit dem Nagel. Damit könnte ich den losen Mörtel herauskratzen. Mal sehen. So, tiefer komme ich nicht. Immerhin ist die Fuge jetzt auch deutlich breiter. Okay, und jetzt? Die Fuge ist jetzt zwar breiter als vorher, aber nicht viel tiefer. Brett passt dann... Oh. Jetzt passt das Brett perfekt in die Fuge. Und wenn ich es richtig platziere, kann ich auf die Statue klettern. Vielleicht komme ich ja von dort aus irgendwie in den Turm. Ja, genau. Mit so einer kleinen Ritze da kann die das Brett reinstecken. Ja, kein Thema. Einen besseren Verwendungszweck werde ich für das Brett wohl kaum finden. Also bleibt's, wo es ist. Dann vielleicht mit so? Hilfe des Bretts könnte ich jetzt zwar auf die Statue klettern, aber was dann? Ja, das weiß ich doch nicht. Also ich denke, dass wir die irgendwie umstürzen müssen, um das da drauf gegenfällt. Oder wir müssen hier oben weiter klettern. Aber das denke ich eher nicht. Aber wieso geht die nicht da hoch? Nagel. Nina, du sollst nichts anderes machen, als dich auf das Brett draufstellen. Wo läuft denn jetzt hin? Mit Hilfe des Bretts könnte ich jetzt zwar auf die Statue klettern. Ja, ich weiß. Können wir mit dem Kelch irgendwas machen? Mit dem Nagel irgendwas machen? Nagel und Wandteppich geht auch nicht. Ich bin zwar kein Experte für Wandteppiche, aber selbst ich erkenne, dass ich den hier weder herunterreißen noch zur Seite schieben kann. Leider muss ich ihn allerdings... Können wir eventuell... Oh, das funktioniert garantiert nicht. Oder? Ich soll den Mob anzünden? Okay, wer weiß, wozu es gut ist. Ansonsten gibt's halt ein Bischmob weniger auf der Welt. Auch kein Verlust. Oh ja. Aber warum jetzt das Brett neben der Statue? Oder muss ich darüber springen? Hinter dem Teppich ist eine Öffnung.
Dahinter müsste sich der Zugang zum Glockenturm befinden. Wie der Fremde da reingekommen ist, ist mir ein Rätsel. Da geht's zum Glockenturm. Dahinter müsste sich der... Okay, dann hoffe ich mal, dass sie da rüberspringt, aber es ist echte Abenteurer lieben Herausforderungen. Sie können sich deshalb auch gerne an der schwierigeren Variante dieser Aufgabe versuchen. Trauen Sie sich das zu? So, und nun? Nach links, nach rechts. Wie bei der Schaukel. Wenn man ganz außen ist, das Gewicht in die andere Richtung verlagern. Vielleicht hilft mir auch das Knirschen der Statue, den richtigen Rhythmus zu finden. Ja, du könntest auch den Rhythmus beibehalten, wenn ich einfach drücken könnte. Okay? Ja, hab nur schlecht geschlafen. Ach Nina, komm schon. Du schläfst jede Nacht schlecht und deine Träume werden immer schlimmer. Naja, wir heiraten schließlich übermorgen. Bist du denn überhaupt nicht nervös? Du lenkst schon wieder ab. Und dabei geht das schon seit Tunguska so. Nach deiner Begegnung mit diesen... Das ist ewig her. Diese blöden Träume haben nichts zu bedeuten. Nichts zu bedeuten, ja? Ich hab die Stelle gefunden, die du in der Bibel unterstrichen hast. Die Apokalypse. Und siehe, es kommt der Tag des Herrn, an welchem Feuer vom Himmel regnet. Die Erde wird vor Hitze schmelzen und alle Menschen und Tiere, die sich auf ihr finden, werden verbrennen. Nina, ich mach mir Sorgen um dich. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Welche? Ob du nervös bist, wegen übermorgen. Naja, ich hätte das Ganze drumherum nicht gebraucht. Stimmt. Wir brauchen den ganzen Kram doch nicht. Die Kirche, die Leute, nur wir beide. In unseren Flitterwochen. Australien. Komm, lass uns einfach abhauen. Du bist verrückt. Gut, warum nicht? Runter, auf den Boden! Los, los, los! Was soll das? Max! Zielperson in Gewahrsam. Wir kommen raus. Mach dir keine Sorgen. Das ist sicher nur ein Missverständnis. Und Nina, überleg dir was wegen der Flitterwochen. Sind Sie Nina Kalenko? Seine Verlobte? Wer zum Teufel sind Sie? Was wollen Sie von uns? Es liegt ein Haftbefehl gegen Max Gruber vor. Er steht im Verdacht, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Und wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, halten Sie sich aus der Sache raus. Sonst könnten wir uns gezwungen sehen, auch gegen Sie entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Aus der Sache raushalten? Was denken die sich? Die sollen mich kennenlernen. Einige Stunden später. Nicht zu fassen. Keine einzige offizielle Stelle weiß etwas von diesem Einsatz. So langsam glaube ich, das waren gar keine echten Polizisten. Wie auch immer, ich habe Anzeige gegen Unbekannt erstattet und Max als vermisst gemeldet. Mehr kann ich im Moment wohl leider nicht tun. Oder vielleicht doch? Was hatte Max noch gerufen? Überleg dir was wegen der Flitterwochen. Wie das wohl gemeint war. Unsere Flitterwochen wollten wir in Australien verbringen. Vielleicht finde ich ja irgendwelche Hinweise, die mir weiterhelfen. Ja, und so leid es mir tut, man soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Wir werden jetzt hier einen kleinen Cut machen. Obwohl ich hier gerade so mittendrin bin und eigentlich gar nicht aufhören möchte. Und wir werden den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.